Ja, das ist eine gute Idee. Haben wir jetzt eigentlich schon diesen... Ja, wenn der Wetterer da ein Erdbeben so nah, bräuchten wir vielleicht auch. Ja. Fangen wir mal in der No-Go-Area. Kleine Stadt sind wir mittlerweile. Einzigartige Gebäudestufe, 6 Züge kann man machen und auch neue Richtlinie, neue Gebäude gibt es auch, was den Zug betrifft und ein Wasserkraftwerk. Als nächstes werden wir dann eine große Stadt, dafür brauchen wir noch 7000 mehr Einwohner und bekommen dann eine Wasseraufbereitungsanlage. Und so weiter. Freitage könnte man bauen. Interessant. Also. Alles klar. Ziele kennen wir ja schon mittlerweile. Ach, der Wahnsinn, dass jetzt auch wieder die Sonne rauskommt und dass ich auch so genial war und hier. Hallo zum. Fickt euch aber. So, addieren wir dann nochmal ungefähr 10 Minuten zu. Kann auch euch schneller wieder gehen. Die Kohle scheffeln in Errungenschaft, okay. Räumung beendet, alles klar. Dann können wir das Ganze auch stoppen. Und dann können wir hier weitermachen. Mit dem Upgrade. So, jetzt sind sie sauer und fröhlich zugleich. Ist auch mal schön. So. Können da zumindest ein paar mehr Leute umherfahren. Ja, wir verdienen zwar wieder Menge Kohle, aber. Aber gut. Ist dann halt so. Und wir bräuchten noch einen Bunker, wenn ich nur wüsste, wo der ist. Wahrscheinlich hier. Irgendwie. Nee, Moment, hier. Irgendwo hier. Das Tropfenschloss, einen haben wir doch schon, oder nicht? Ja. Dann brauchen wir auch keine zweite, würde ich sagen.
Wahnsinn, dass immer noch so eine große Nachfrage an Bürogebieten und so weiter haben. Wie haben wir es eigentlich jetzt hier oben gemacht? Achso. Dann können wir nach oben hier ein bisschen. Na. Vielleicht nicht ganz optimistisch. Sondern eher so. Hier oben hin platzieren. Dann sind sie zufrieden und dann können wir das hier auch nochmal eben kurz da machen. So. Mensch, die Wellen sind auch mal wieder gigantisch. Genau wie die Verschmutzung da oben, da können wir ja irgendwie nochmal ein paar Districts machen. Gutshofhügel, alles klar. So, da brauchen wir noch ein paar mehr. Wir können das hier vorne erweitern, den Weidenpark. Denn der Weidenpark ist größer geworden. Und hier oben können wir den Hochlandhügel auch noch mal ein bisschen erweitern. Denn der ist ja auch gewachsen. So. Klar, die No-Build-Area, die wird sehr, sehr gut sein. So, wir haben hier schon fast 2600 Leute drin, obwohl wir es ja gerade erst gebaut haben. $10 pro Quadratmeter. Hier sind wir bei 26 und haben immerhin auch ein paar mehr Leute drin. Obwohl das ja hier alles nur... Glaube ich, zumindest nur. Ja, das ist alles nur ein gering besiedeltes Wohngebiet. Obwohl das ja schon quasi Downtown ist. Das könnte man eventuell mal auch erweitern. Hier sind wir 5 Quadraten, ja 5 Geld pro Quadratmeter. Und der Hochlandhügel ist bei auch nur bei, das ist ja interessant. Warum ist denn da jetzt auch nur bei 5 Geld pro Quadratmeter? Ha. Der Demand scheinbar immer noch zu, ach, die Nachfrage immer noch zu steigen scheint. Gefällig, was zu... Ach du Scheiße. Das wird witzig aussehen. So, Moment, ich wollte doch das hier nehmen, oder nicht? Nee, dafür... Ach, wollte ich eigentlich schon. Gefängnismangel.
Kosten 120.000, deswegen aber keins. Deswegen haben wir keins. So, das heißt, wir bräuchten irgendwann mal Geld für ein Gefängnis, wie es den Anschein hat. Aber erstmal wird hier wieder ein bisschen gebaut. Wenn wir dann so ungefähr 2,5 Millionen haben, dann. Ach, 2,5. Wenn wir dann eine Viertelmillion haben, dann können wir uns auch mal so ein bisschen. Können wir auch gucken. Obwohl 2,5, ja. Da gehen wir dann mal nur auf 500.000. Man weiß ja nicht, ob ein Tornado kommt oder nicht. Und was dann die Kosten sind. Deswegen würde ich sagen, wenn wir 500.000 sind, dann holen wir uns ein Gefängnis. Sicherheit geht vor. Vor allem in diesem Szenario. Ups. So. Dann nach hier, nach oben. Können wir verbinden. Wir müssen aber schon wieder mal neue bauen. Und da ist auch bewahrtes Wasser. Ja.